Ich weiß, dass du mich ja nun mal ganz gesehen. Stopp! Du hast mich einen Scheiß gesehen. Aber ich wohne. Ja! Ja! Sag mal irgendwas, dann füge ich das bei Max ein. Du hörst nämlich genauso an wie er. Ich bin cool. Sag mal Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung. Luca, was machen wir dann heute? O-Saft. Geh mal shoppen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich auch. Nackenschmerzen. Könntest du mir mal die Waden massieren? Olaf, kannst du da im Nachgang irgendwie Feuer drauf machen? Ja, die Waden brennen. Die Waden brennen. Siehst du? Da, Feuer. Das ist wie ein Fettbrand. Darfst du den mit Wasser löschen? Musst einfach massieren. Das ganze Haus brennt. Ich will erstmal die Waden massieren. Eieiei. Kommst du aus Bulgarien? Ja. Muss mal gucken, was steht denn da? Ei, ei. Was ist das? Kann dir alles an. Naja, Tüte. Hier, schnuckel hier dahin, reich mal dein Teller hoch. Oh oh. I cannot escape and I cannot. You can make me whole again. Warum ist einfach im Nacken? Was machst du denn da die Zunge? Nee, den Arsch. Das hat schon rektal gesteckt, das darf nicht mehr in den Zunge. Jetzt hört doch nicht so zu werden, Mensch. Schwester Nas, wir nehmen die Schüttelbank ab, wenn das so wird. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Kennt man an meiner Lampe von. Ich bin Busfahrer. Ist so. 15, 14. Machst du eins noch weiter? Heilig, uns auf Unentschieden. Oh. Was machen wir dann? Ja, einkaufen. Einkaufen? Glaube ich. Kaufen wir Toastbrot. Weiß nicht. Izzy, du fettes Malone-Viech, du. Tom, Prost. Wie war der Trip? Von der Skala von 1 bis Bananenbrot? Bananenbrot. Doch so hoch. Uli! Hallo. So, Olaf, was machst du hier? Mach ein Paradies. Das sieht aber lecker aus. Es ist ja auch ja, mit purem Zucker versetzt und Kokain. So, Uli, was machst du da? Ich mach die Soße. Muscheln, Bonbons, Dinger da. Und die waren beim Jakob auch schwer mit dir. Also ich wundere, dass überall die Marien waren. Uli! Das sieht gut aus. Oh, lecker. So. Ich hab die anderen schon nicht verstanden. Uli! Freust du dich schon auf die Feuerwehr? Uli, der Dreh leider hochfahren. Ah. Soll ich Schläge? Bitte für die Schläge. Ja, Schläge! Chef, mach die mal zau. Machst du davon alles ein Video oder Foto? Ja. Warum? Weil ich kann. Kannst du damit keine Fotos machen? Doch. Pass auf. Ich hab gerade ein Foto gemacht. Während du ein Video gemacht hast? Ja. Sorry, mein Grüßen, Uli. Alle meine Fans. Ach so. Ich dachte, Honigmelonen hätten keine Kerne, wie richtige Melonen. Also ja. Ich kenne die generell, die klangen eigentlich ganz lecker. Ja, ich auch. Also kannst du nehmen, kannst du lutschen. Nee, ich finde die bei dir im Bett nachher. Ich habe sie berührt, die arme Fliege. In der Unterhose ist in Ordnung, aber nicht im Bett. Die Kerne? Ja. Um Gottes Willen. Ha? Ha? Das hat gar nicht auf den Weizen gemacht. Was hat sie gemacht? Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Guten Abend, Herr Benner. So, wohl bekommst dem Herrn, wenn Sie noch einen Nachschlag wollen. Im Kühlschrank steht eine Schüssel. Bitte schön. Tun wir uns da ein bisschen mehr aufrüsten. Eismaschinen, Fritteuse, jetzt haben wir schon einen Kellner. Das gibt's nächstes Jahr. Dann machen wir Cirque du Soleil. Da gibt's beim Dinner, seile sich noch Akrobate vor dem Deck. Das Angebot steht nach wie vor. Uli, Feuerwehr, Bergrettung. Halte ich für Gerücht. Marcel, erstmal bei der Feuerwehr hier. Ein Stück Hose hast du ab. Schlüssel. Weil könnten wir mal richtig Pommes drin machen. Ja.
was sie gerät, hey, oioioi. Uli, wir haben schon ein bisschen hoch. Wir filmen das jetzt hier. Uli, Uli. Und jetzt auf die andere Seite noch eine Ampel. Jetzt ist drei Kreise im Quadrat. Ich hätte gern auch ein Uli mit Herz. Mann, lass sie dich mal, Alter. Hier, Nina, Nina, du musst ein Lars bemalen, da können wir auch schön behaupten, das hätte ein Mädchen gemalt. Auf der anderen Seite hätte ich gerne Playstation. Oder einen Kühlschrank. Kühlschrank. Also Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. Komm, Uli, einmal eine Bananenschachtel auf die Stirn. Okay. Du dumme Sau. So, komm mal her. Wenn wir jetzt den guten Edding genommen haben, kratzt sich ab, gell? Oh. Das ist ein T-Shirt. Was hast du eigentlich da dran? Ein Penis? Und auf der anderen Seite steht Wellen? Penis. Peniswellen. Was ist denn die Frequenz von eines Penis, Uli? Düt, 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 düt.